Vor 35 Jahren, im Mai des Jahres 1978, entwickelte sich das Universum um Mike Hamsterbacke. Seine Comic-Abenteuer erschienen in dem Kundenheft Mike bei den genossenschaftlichen Banken. Alles begann mit einer außerirdischen Currywurst. Mit von der Partie war eine Glühbirne namens Birne, made in Hongkong. Hier zu Besuch bei ihrer Tante Ping Pong. Und der Gelehrte Dr. Karl Höhn, hier auf Forschungsreise. In den ersten Jahren war Mike ein liebenswerter Chaot, der fleißig versuchte, mit Aushilfsjobs sein Taschengeld aufzubessern, meistens mit wenig Erfolg. Als Kellner, Nachtwächter, im Reitstall, als Fernfahrer. Auf dem Bauernhof, als Tierpfleger, beim Angelwettbewerb. Als Musikerin verkleidet, als Schornsteinfeger. Als Filmheld für eine Handvoll Taschengeld. Als Babysitter oder Hundewäscher. Bei einem Job in der Wurstfabrik von Gustav Grunz, immer schmecken tut es uns, das Würstchen aus dem Hause Grunz, lernte er Tina kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Mit Tina und Dr. Karl Höhn erlebte er viele Abenteuer in fremden Ländern. Gemeinsam folgten sie den Spuren der Yetis im Himalaya-Gebirge, erforschten die Pyramiden in Ägypten, Mumiengräber und Gelehrte, rechts im Bild Professor Graber, suchten nach dem Gold vom Ayers-Rock in Australien, fanden Professor Graber auf der Osterinsel flohen vor einer unheimlichen Erbschaft in Schottland und flogen durch die unendlichen Weiten des Weltraums. Thank you.
Mikes Heimatstadt Sülzbergen tummelten sich inzwischen jede Menge lustiger Comicfiguren, wie Seppel Seppelhut, da schau her, Otto Blödeimer und seine Blödeimer-Familie, Gierschmund Wolf, wenn der Magen knurrt, knurrt der ganze Wolf. Sein Sohn Kleingierschlund, Hoppy Hasenzahn, Stinky das Stinktier, die drei kleinen Birnen, Klein Mike, Karlchen und seine Ente Hildegard, Toni Tuba, die Gitarre Jimi Hendrix, Dr. Tablette und noch viele mehr. Mikes Bude 1985. Aufgeräumt. Zu Mikes großer Abschiedsparty waren viele Freunde gekommen, die wir noch nicht genannt haben. Donald Dax, Hugo Henning, Sherlock Schnüffler, Hinz und Kunz, Luise Lexikon, Alfred Hamsterbacke, Oma Höhn, im Jahre 2007 ziehen Mike und Tina nach Neuprimelsberg um, wo sie mit Mark, Penny und dem Hund Sam viele neue Abenteuer haben.